Ja, jetzt komme ich nochmal auf Robert Habeck und seine Draisine. Die wird ja vielleicht bald aus dem Schuppen rausgeholt werden. Denn in Robert Habeck, sein Heimatland, also unser Schleswig-Holstein, das soll ja wohl, die Zugverbindungen sollen ja wohl ein bisschen gestreckt oder ausgedünnt werden. Also der ÖPNV bekommt nicht mehr genug Zuschüsse angeblich. Hat das Land Schleswig-Holstein keine 6 Millionen über, um das Ganze zu finanzieren? Vielleicht hätten sie mal Northvolt ein bisschen weniger Geld geben sollen, dann hätten sie diese 6 Millionen auch noch locker gehabt. Ja, und das ist natürlich das Problem, wenn die Züge dann nicht fahren, dann kann man vielleicht so wie Habeck hier so eine Draisine nehmen. Und es gibt ja diese Dinger, dann heißt das Erlebnisurlaub in Schleswig-Holstein, pumpt mit Muskelkraft dich zur Insel Sylt drüber oder irgendwie. Also, das ist unglaublich, was sich hier abspielt. Da wollen sie den ÖPNV. Wollen Sie da, dass er ein bisschen besser funktioniert? Gerade auf dem Land wäre es ja wichtig, dass die Züge auch planmäßig fahren, damit man überhaupt mal ein bisschen vorwärts kommt. Und dann wollen die das noch ausdünnen wegen lächerlicher 6 Millionen und in alle Richtungen schmeißen sie die Kohle raus. Ne? Zum Beispiel, wenn ich so den Rainer Christiansen bei uns in LHFC, der kriegt dafür so eine scheiß Wasserstoffspielerei 5 Millionen Zuschuss, dann hätten sie das lieber mal in den Zugverkehr reinhauen sollen, damit das funktioniert. Aber die Klientel muss ja zuerst bedient werden und die Leute, die Bürger, ja, die können sehen, wo sie abbleiben. Also es ist unglaublich, was sich hier abtut. Aber wie gesagt, zur Not für die Urlauber oder so, die kommen oder sonst wer, der nicht hier Draisine auf die Schiene und Pull-on gibt frische Luft. Wenn es regnet, gibt es noch ein bisschen Feuchtigkeit oben drauf und Muskelkraft. Braucht ihr nicht mehr ins Fitnessstudio oder wenn ihr vom Arbeiten nach Hause kommt, vom Westerland, dann heißt das Pull-on, rauf auf die Lore und gib ihm die Kante. Habeck macht es ja vor, das ist vielleicht dann unsere Zukunft, wenn es dann noch schlechter wird und das alles nicht mehr so richtig läuft, dann wird das vielleicht so unser Fortbewegungsmittel werden, teilweise über kleine Nebenstrecken oder so. Wenn man nach Dagebüll wird, dann heißt das, hau in die Riemen und gib Gas. Also. Es ist schon, ja, bald nicht mehr zum Lachen, einerseits schon, aber man kann das alles gar nicht mehr glauben, was hier in Deutschland so langsam los ist. Das ist schon schwer zu begreifen geistig. Also unglaublich, was mit unseren Eliten, unseren sogenannten Eliten los ist. Da kannst du die Grünen natürlich ja nicht zuzählen, weil die anderen Politiker, die sind ja nur gecastet, sonst würde es ja gar nicht funktionieren, das Ganze. Also, tja. Trauriges Bild, was Deutschland abgibt, also muss man schon ehrlich sagen. Und teilweise auch hochkriminell das Ganze, was in der Politik sich abspielt. Ja, es kommen immer neue Sachen ans Tageslicht.